beiden. Heute geht's nach Montreal. Samstag. Und es war einfach. Das war tatsächlich auch meine erste Nacht im Hostel. Aber bis jetzt gefällt es mir eigentlich ganz gut. Und oh mein Gott, das war scheiße. Ich melde mich auch mal wieder. Und willkommen zu diesem neuen Vlog. Ich hoffe, ihr könnt irgendwas verstehen. Aber sonst blende ich einfach unterschiedlich ein. Auf jeden Fall komme ich gerade vom Gym. War heute extra früher, denn heute geht's nach Montreal. Juhu. Und wir fahren eben, wir fahren zwar erst mittags los, weil ein paar noch Classes haben. Ich ja auch. Ich schreibe heute mein Psychologie-Examen. Ich wollte nochmal vor dem Wochenende auf jeden Fall ins Gym und dann habe ich nachher noch Zeit, um noch ein bisschen zu packen, weil ich da noch nicht so weit bin. Und ja, das ist so der Plan. Jetzt gehe ich zum Frühstücken und danach mein Psychologie-Examen. Mal schauen, wie das wird. Also es gibt schon so manche Sachen, wo ich mir nicht so ganz so sicher bin, ob ich das richtig verstanden habe. Aber eigentlich sollte es schon gut laufen. Also ich erzähle euch einfach später. Und es war einfach, also glaube ich, bin gespannt, was für eine Note ich bekomme. Erfahre ich dann am Montag. Ja. Wir sind in Montreal angekommen und gleich in unserem Hostel hier und gleich geht's los auf Sightseeing, also erstmal in ein Café, glaube ich, und dann wollen wir uns so eine Underground-Stadt anschauen. Genau, das ist so der Plan für heute und heute Abend geht's noch ins japanische Restaurant. Wir sind gerade noch im Hostel, haben jetzt gerade gefrühstückt und jetzt gleich werden wir losgehen. Also wir haben gesagt, dass wir erstmal shoppen gehen heute Morgen, weil manche nicht so gut geschlafen haben, weil die welche in ihrem Zimmer hatten, die geschnarcht haben. Deshalb ist heute Morgen Shoppentag, dann können die noch schlafen. Und dann heute Nachmittag schauen wir uns eine Kathedrale an und fahren ins alte Montreal und schauen uns das so ein bisschen an. Genau. Und heute Abend wollen wir, glaube ich, in den Club gehen. Ja, das ist so der Plan für heute. Geschlafen habe ich eigentlich relativ gut, muss ich sagen, weil bei uns jetzt keiner geschnarcht hat im Zimmer. Und ja, das war tatsächlich auch meine erste Nacht im Hostel. Aber bis jetzt gefällt es mir eigentlich ganz gut. Blöd ist, dass man nicht wirklich, also ich hätte ein Schloss oder sowas mitnehmen sollen, um meine Sachen wegzusperren. Aber das Gute ist, dass ich zumindest einen Koffer habe, den ich absperren kann. Und da habe ich jetzt meine Wertsachen reingetan und hoffe, dass sie nicht geklaut werden. Aber man muss schon sehr viel Trust in die People hier haben, dass die nichts klauen. Ja, aber gut. Ich melde mich wahrscheinlich irgendwann mal wieder im Laufe des Tages. Aber ansonsten kriegt ihr einfach schöne Shots von Montreal.
Pietätin. Hi. Is it a video? Was it a video? Yeah, it's a video. Okay. Hallo, ich melde mich auch mal wieder. Wir climben gerade den Montreal hoch. Sorry für mein Englisch, aber egal. Ja, es sind noch ein paar Stufen vor uns. Aber ich glaube, der Ausblick wird sich lohnen. Und ansonsten waren wir heute Morgen shoppen. Dann waren wir Mittagessen. Und jetzt am Nachmittag im alten Montreal. Haben uns da die Basilika angeguckt, also Notre Dame. Und oh mein Gott, das war scheiße. Ja, sind da noch ein bisschen rumgelaufen. Und jetzt geht es noch auf den Montreal und dann zurück erstmal ins Hostel und dann heute Abend in den Club. Guten Morgen aus Montreal. Wir haben heute Sonntag und heute geht es auch schon wieder für uns zurück. Gestern haben wir, wie gesagt, diese drei wichtigen Sehenswürdigkeiten, würde ich sagen, angeschaut. Das alte Montreal, die Basilika Notre Dame und den Mont Royal. Und ja, war auch echt schön. Dann wollten wir eigentlich noch in den Club, aber da ist es dann noch nichts mehr geworden, weil wir waren alle ziemlich kaputt. Ja, mal schauen, was wir heute noch machen. Ich denke, wir werden aber ziemlich sicher sehr schnell wieder zurückfahren ans College, weil gestern noch was passiert ist, was nicht so gut war. Ich will auch gar nicht drauf näher angehen, weil es mich überhaupt nicht angeht. Aber ja, wir werden, denke ich, dann heute direkt nach dem Frühstück nach Hause fahren. Ist ein bisschen schade, aber man kann es nun mal nicht ändern. Und ja, das akzeptieren wir einfach. Vielleicht machen wir auch noch was. Ich weiß es nicht, aber das werden wir spontan sehen. Und ja, ansonsten war der Trip bis jetzt, fand ich ihn sehr, sehr schön, bis auf diese eine Sache. Aber ich finde, ich habe auch echt viel von Montreal gesehen, dadurch, dass wir sehr viele Strecken gelaufen sind und nur zweimal die Metro genommen haben. Ich melde mich dann später wieder und update euch, was wir noch so gemacht haben. Genau. Hallo, ich melde mich auch mal wieder. Es ist schon der nächste Tag, also wir haben heute Montag. Aber ich wollte noch kurz den Vlog hier beenden, wegen gestern. Wir sind tatsächlich dann direkt nach dem Frühstück wieder zurückgefahren, waren dann so um 12:30 hier. Und ja, also ich will echt nicht genauer darauf eingehen, was passiert. Es ist nichts, was mich jetzt irgendwie schlimm betrifft oder so. Aber es war einfach besser so, dass wir dann gefahren sind. Und es ist auch nichts in unserer Gruppe passiert oder so. Wir verstehen es alle noch super. Genau. Und dann sind wir wieder hier gewesen. Ich habe den Nachmittag genutzt, um Wäsche zu machen. Habe noch was für Gender and Women Studies gemacht und so dies, das und ein bisschen organisiert. Ich hoffe, der Vlog über unseren Montreal-Trip hat euch gefallen und ihr seid nächstes Mal auch wieder mit am Start. Checkt gerne meine ganzen anderen Videos über das Auslandssemester, die ich bisher hochgeladen habe, aus. Und ja, ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal auch wieder mit dabei seid. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Morgen, Nachmittag, was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!